Läuft's? Läuft. Ich muss mit zwei Geständnissen anfangen. Erstes Geständnis, ich habe keinen Doktor. Nie wieder. Zweites Geständnis, schön, dass ihr da seid. Ich habe ein bisschen Etikettenschwindel betrieben, aber das gehört ja auch zu unserem Job dazu, dass wir Dinge kommunizieren, die vielleicht etwas besser sind, bigger than life. Meine Hoffnung war, dass sich hier Leute versammeln, die dem Hype nicht ganz belieben, die ein bisschen das Gefühl haben, da muss was kommen nach dem UX. Was ist das für ein wahnsinniger Trend? Die Älteren unter uns werden wissen, dass Design immer schon war. Und die Jüngeren kriegen viele Thesen um die Ohren gehauen von vermeintlichen Gurus, von denen ich hoffe, dass sie in der Lage sind, sie zu durchschauen. Und da wollte ich ein paar Ansatzpunkte geben zum Thema dem Hype nicht belieben. Was wir heute ein bisschen machen wollen, ist Beyond Usability and UX, Anregungen für selbstkritisch reflektierende Designer. Das Ganze soll kein Kulturpessimismus sein. Ich liebe Usability. Es gibt Zeiten, an die sich die Jüngeren unter uns nicht mehr erinnern. So sah es mal aus, als wir tatsächlich die WYSIWYG hatten. Die Jungen kennen den Begriff gar nicht mehr. Aber nicht mehr /EMDÜ eingeben zu müssen, wenn man einen Tabulator umsetzen wollte, ist schon ein großer Fortschritt. Und es hat sich rasend schnell weiterentwickelt. Das Web, mit dem die meisten von, wer ist UX-Designer? Die meisten von euch ihr Geld verdienen, sah mal so aus. Da war noch nicht groß was zu holen mit, wir brauchen Designer. Das ist gar nicht so lange her, 30 Jahre. Und inzwischen kann man bei Jimdo, unser aller Hassobjekt, hoffe ich doch, sich die Website mal eben schnell selbst zusammenstricken und meint, man hätte das. Wofür braucht man Designer? Kleines Beispiel, wofür braucht man Designer? Ich nehme mal SAP, weil die haben ziemlich viel losgetreten. Das war SAP so ums Jahr 2000 rum. Nicht schön, eine sehr menschenunfreundliche Angelegenheit, aber sie hat funktioniert. SAP hat sehr viel Geld damit gemacht. Solche Arten von Sheets Leuten zur Verfügung zu stellen, die Wissen eines Unternehmens in irgendeine Dose packen mussten und aus der Dose wieder rausholen wollten. Es brauchte dafür Hohepriester, um damit umzugehen. Keine ungeschulten User, sondern Leute, die geschult sind, exakt damit umzugehen und auch die Berechtigung dazu hatten, das zu tun. Wie sieht das als Struktur aus? Das große Geheimnis ist immer diese Backend-Dose bei SAP, die heißt verschieden, aber in diesem Fall heißt sie ums Jahr 2000 rum ein bisschen vorher und hinterher hieß sie ein bisschen MySAP, aber die Logik war die gleiche, SAP R3 oder MySAP. Zugriff hatten damals nur Hohepriester, die eigens geschult war, super, super Geschäftsmodell. Wer mit SAP umgehen wollte, hat eine Schulung gekriegt. Das ist wie, ich kaufe einen neuen Wagen und ich brauche erstmal einen ordentlichen Kurs dafür, dass ich damit umgehen darf. SAP hat das geschafft, hat auch nur ganz bestimmte Applikationen als Server zugelassen, die nur durch zertifizierte Spezialisten entstehen konnten, um Mandanten, die auch geschult waren, darauf zugreifen zu lassen. Ein sehr geschlossenes System. Hat funktioniert, SAP ist damit groß und stark geworden. Aber dann passierte was ganz Komisches, es kam ein Browser. Auf einmal wollten da Leute drauf zugreifen, die waren Clients, die waren keine geschulten Anwender. Einfach Leute, die über einen Browser auf irgendwas an Datenbank zugreifen wollten. Einfachstes Beispiel. Man wollte damals vielleicht eine Hose in Blau, bestimmte Größe kaufen und hat das an SAP, nicht an SAP, sondern an die Firma des Vertrauens übers Internet geschrieben. Die wenigsten werden es wissen, früher war es nicht möglich, dass das sofort eine Backend-Integration gab, sondern es saßen im Fall von Otto, für die wir damals gearbeitet hatten, in Tschechien Frauen, die haben über Nacht die Anfrage in SAP eingestellt und konnten am nächsten Tag uns mitteilen, ob es die Hose in der Größe und Farbe denn gab. Hat ein bisschen länger gedauert als heutzutage. Also musste was entwickelt werden, dass ungeschulte Klienten direkt darauf zugreifen und wir kamen in das Thema Middleware. Das sind jetzt technische Spezifikationen, die für uns nicht so spannend sind. Spannend für uns ist das Thema, was bitte ist ein Browser? Was ist ein End-User? Was macht der? Wieso darf der auf unsere Systeme zugreifen? Und was bitte ist ein GUI? Ja? Diese Frage, damals hatte ich bei Pixelpark gearbeitet, kam auf uns zu. Wir haben tatsächlich 4, 5 Designer von Berlin aus nach Waldorf geschickt und die sollten da so ein bisschen, ich kann es nicht anders nennen, das war Frontend-Kosmetik, weil es ging nicht in die Systeme rein, sondern es war, kann man mit den Farben noch was machen und können wir das Logo des Kunden da reinbringen? Solche Fragestellungen eher, aber das ging nicht an die Wurzeln. Es ging etwas später an die Wurzeln. Unser Job war auch nicht aufgehängt auf Unternehmensleitungsebene, deswegen konnten wir auf nichts bewegen. Aber Hasso Partner ist irgendwann mal nach Stanford gegangen, auf der Suche nach What's Next, was kommt da? Ist auf eine Designfirma getroffen, die heißt IDEO. Die meisten werden davon vielleicht schon gehört haben und hat drei Erkenntnisse mitgebracht. Der User muss in den Mittelpunkt.
Wir müssen raus aus der reinen IT-Denke. Wir müssen mit anderen Leuten reden da draußen. Wir brauchen multidisziplinäre Teams. Und Design ist tatsächlich ein Innovationstreiber. Das sollten wir in irgendeiner Form mal berücksichtigen. Damals hieß das Ganze noch nicht Design Thinking. Sie ahnen, worauf das rausgeht. Sondern es hieß ganz einfach der IDEO Way. Und das sind tatsächlich die beiden Chefs von IDEO. Die haben es aufs Cover der Business Week geschafft. Ich kenne keinen Designer, der schon mal aufs Cover der Business Week geschafft hatte. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Der Weg, wie IDEO damals vorgegangen ist, ist uns allen vertraut. Sieht noch ein bisschen nicht so schick aus wie später designt, aber die ganzen Prozesse rauf und runter mit Empathie als Ansatz, Design Thinking als Allzwecktool kennen wir. Wir wissen, wie die Prozesse aussehen. Wir kennen dieses kuschelige Ambiente, was kreativ ist und immer mobil und man weiß nie, zu welcher Gruppe man eigentlich gehört. Wir haben hier die Achse, wo wir den Kunden treffen, die Customer Journey, und wir haben vor allen Dingen eins, wir haben Personas. Wir machen uns sozusagen ein Abbild unserer Kunden. Erste Warnung, Vorsicht, ein Abbild an unserer Kunden. Ich bin nicht bibelfest, aber du sollst dir kein Abbild machen von deinem Gott. Kommt hier vielleicht hin. Man muss direkte Interaktion und nicht versuchen, das über Personas abzuwickeln. Ein zweiter Ansatz dazu. Wenn man sich das anguckt, Design Thinking, Ökonomie, Technologie, Mensch-User, Desirability, Feasibility, Viabilität, wir haben es alle gelernt. Diese ganzen Logiken werden, egal wie kreativ sie sind, meistens aus der inneren Logik raus entwickelt, nach dem Motto, wie können wir unsere Art zu denken, unsere Art Produkte zu machen, interessanter aufbauen für die neue Art von Kunden, für eine andere Art von Kunden. Wir denken also immer aus unserer Logik raus, wir stellen nie Grundsatzfragen. Dieses Thema Disruption kann eigentlich konsequenterweise mit dem Ansatz des Design Thinkings nicht gelöst werden. Vor allen Dingen fehlt eine ganz entscheidende Dimension. Heutzutage, spätestens seit Greta, haben es alle kapiert. Ökologie und Nachhaltigkeit als Dimension findet da überhaupt nicht drin statt. Es geht immer ums Mehr vom Gleichen. Also wir sollten als Usability-Designer, UX-Designer schon dran denken, die Dimension Ökologie in irgendeiner Weise damit reinzubringen. Und sei es über den Faktor Mensch oder machen wir vielleicht einen eigenen Kreis auf. Auf jeden Fall ohne das wären Lösungen heutzutage dumm. Cut, Interface. Den Film haben die Älteren von uns auf jeden Fall gesehen. Es war mal cool, heutzutage teilweise schon Realität. Minority Report, Steven Spielberg, es war einfach cool, wie er da rumwirbelte und zu Lösungen kam. Voice haben wir eben gehört, mein Auto versteht mich nicht. Ich muss auf eine rudimentäre Sprache zurückfallen und rege mich nur auf, wenn ich mit dieser Kiste rede. Ich lasse es, ich tippe. Und das Neueste ist jetzt ja Brain Interface, Brain Computer Interface. Interaktion zwischen Mensch und Maschine am Anfang natürlich, wenn es nicht nur Abgreifen von Hirnströmen ist, sondern man ran an die Materie will. Affenexperimente, wo man guckt, wie kann der Affe bitte mit dem Fahrstuhl zum Fressnapf kommen. Sowas läuft, ist gelaufen, nicht ganz unumstritten. Aber es gibt schon ein paar sehr positive Auswirkungen. Hier diese zwei Fotos von einer 58-jährigen Frau mit Schlaganfall. Und sie kann auf einmal über Gedankenkraft einen Roboterarm steuern, der sie trinken lässt, ist schon ein enormer Erfolg. Wir müssen uns überlegen, von wo wir ansetzen. Setzen wir an bei Disabled, um zu enablen, oder setzen wir bei Abled, Enabled Leuten an und versuchen sie einen weiterzubringen, oder versuchen wir sie für dümmer zu verkaufen, als sie sind. Ein ausgefeiltes Interface ersetzt elaborierte Kommunikation, Artikulation. Sprache, angeblich das, was uns von Tieren unterscheidet, ermöglicht komplexe soziale Interaktionen, ist das Mittel, wie wir die Welt verstehen. Wittgenstein sagt sogar, es definiert die Grenzen unserer Welt. Und wenn wir jetzt mit unseren Maschinen brabbeln, dann fahren wir auf eine rudimentäre Sprache zurück und unsere Displays bringen uns dazu, drauf zu patschen, wie Kinder das ganz am Anfang mal gemacht haben, ohne dass wir irgendwas sagen müssen. Wir werden zurückgefahren auf Mechanismen, die sehr rudimentär sind. Wir sind jenseits von unserer elementaren Kulturtechnik, die wir mal gelernt haben. Wir sollten sie pflegen. Und wenn wir von User Experience reden, was sind das eigentlich für User Experience? Ich habe immer dieses Bild bei User Experiences im Kopf. Die Welten, die wir da aufbauen, sind für mich alle so ein bisschen wie die, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie heißt das Ding? Dankeschön. Warst du schon mal da? Ja, war nicht schön. Ja, ich war auch da. Ich war auch da, ist nicht schön. Das ist so ein bisschen wie heißt dieser Film von dem Typen, der mit seinem Segelboot an die Wand fährt? Ja, genau so.
Die Truman Show, so ein bisschen fühle ich mich da auch so wie die Truman Show. Ich bin da reingegangen, der Kinder wegen, und das war's dann auch. Es ist eine Plastikwelt. Mehr können wir als Designer eigentlich nicht hinkriegen, weil wir sind limitiert in den Mitteln, wir sind limitiert in unserer Denkweise. Wir landen immer dabei, Experience, was ist das eigentlich für eine Art von Experience, die wir machen? Wir müssen uns fragen, sind unsere digitalen Ökosysteme, wie wir sie hochtrabend nennen, nicht im Grunde sowas wie Tropical Islands, Center Parks, Disneylands, in denen jede mögliche Experience vorweggenommen ist? Ist das das, was wir Menschen brauchen, um uns weiterzuentwickeln als Spezies? Sind das die Experiences, die wir setzen wollen? Das müssen wir uns sehr deutlich fragen. Und die Beziehungen, die wir dabei eingehen. Wenn ich mit meinen Service Devices rede, ist das immer ein bisschen wie zuvorkommende Kellnerei. Es ist nie eine Challenge, es ist nie irgendeine Art von gleichberechtigter Interaktion. Es ist alles auf einem dienenden Niveau, was da passiert. Und was für uns gefährlich ist, ist nicht für diejenigen, die gelernt haben, sich im Kontext, in sozialen Kontexten zu verhalten, sondern für diejenigen, die gerade erst nach uns kommen, für die wir diese Plattform so anlegen, dass sie schon als Kinder darauf zugreifen können, kommt irgendwann der Faktor, wie sind für sie soziale Interaktionen? Wie viel Ambiguitätstoleranz können sie zulassen? Das Ding denkt anders als ich, oder der Mensch denkt anders als ich, die Zeiträume sind anders, die Art zu denken, zu reden ist eine andere. Wie fähig bin ich, auf andere einzugehen? Mein Device versucht mich bestmöglich zu verstehen. Das ist natürlich ein enormer Service. Aber Devices wollen uns auch nicht weiterbringen. Sie wollen eins tun. Ich erzähle mal so ein paar Faktoren. Immerwährende Suche nach dem Knöpfchen im Gehirn. Das ist nicht neu. Hypodermic Needle Approach oder das Magic Bullet, das hat man in den 20er Jahren echt gedacht, dass Kommunikation Magic Bullet ist. Ich kann es hier auf jemanden abschießen und der schluckt meine Botschaft. Schlucken ist vielleicht noch ein bisschen euphemistisch. Dann kam dieser Hypodermic Needle Approach. Haben vielleicht der eine die andere noch gelernt. Kommunikation so einzuflechten, dass sie subliminal funktioniert, unter der Grenze des Bewusstseins funktioniert, und das führt dazu, dass sich Botschaften festsetzen, die ich dann nicht wirklich wahrnehme, aber die sich bei mir festsetzen. Der große Test dabei war eine Is-Popcorn-Trink-Cola-Studie in Kinos in Amerika, wurden kleine, nicht wahrnehmbare Schnipsel eingefügt, zeitlich ganz kurz, die angeblich im Unterbewusstsein wahrgenommen hätten werden können. Und wenn man dann die Pause hat, damals gab es noch Filme mit Pause, ist man rausgegangen und hat verstärkt Popcorn und Cola getrunken und man konnte das angeblich am Umsatz messen. Der Name der Werbeagentur, James Vicari mit seiner Subliminal Projection Company, der hat sozusagen auch den Begriff dafür geprägt. In den 60ern hat er selber gestanden, dass das Quatsch war, aber das war ein guter Verkaufsgag. Und Vince Packett hat das durch die Welt geblasen, seinen Hidden Persuaders. Und alle haben sich auf die Hinterbeine gestellt. Und seitdem wissen wir alle, Kommunikation ist Manipulation. Wegen dieser Fake News, würde man heute wahrscheinlich sagen. Knöpfchen drücken im Gehirn. Ich habe das Gehirn hier mal ganz einfach aufgeschrieben, sodass ich das verstehe. Hirnstamm, limbisches System, Cortex. Funktioniert eigentlich so. Hirnstamm, limbisches System drumherum, Cortex als äußerste Schicht. Evolutionsbiologisch ist der Hirnstamm das älteste, was wir haben. Reptiliengehirn, da drin ist alles, was so ein Organismus irgendwie am Leben hält. Drumherum kommt so das Gefühl für Erregungszustände, ein Belohnungssystem haben wir. Wir haben auch sowas wie ein Gedächtnis, aber erst die große Schicht drumherum, da oben, der Cortex, der befähigt uns als Menschen, komplexer zu denken als andere Lebewesen. Ist vielleicht nicht immer gut, wir können es aber. Und das ist das, wo eigentlich das ganze Thema Aufklärung drauf abzielt. Was wir oft sehen in der Werbung, in der Kommunikation, ist der Versuch, diesen Balken hier zu verdicken und möglichst hier anzusetzen, dass Menschen gar nicht aktiv denken, sondern über Belohnungssysteme, über Impulse reagieren, ohne dass ihnen bewusst wird, weil das kommt gar nicht oben an, was sie da tun, was sie da genau tun. Wir haben alle gelernt, wir fühlen zuerst und denken dann. Da ist auch was dran, aber es gibt eine Kopplung zwischen den beiden. Wir versuchen mit der Kommunikation größtmöglich, oder nicht wir versuchen mit der Kommunikation, sondern man versucht gelegentlich mit Kommunikation diese Kopplung zu unterteilen. Einer der neuesten Knöpfe in diesem Punkt, einen Satz vielleicht noch. Wir sehen davor so ein paar Begriffe, die einfach lecker sind, die habt ihr alle gehört. Nucleus accumbens hat was zu tun mit Dopamin, also das ist echt ein Suchtzentrum, das ist wie immer das gleiche Knöpfchen drücken. Wird gerne versucht, kann aber langweilig werden. Kreativität ist da eine Lösung. Neuromarketing wird versucht. Seit es möglich ist, Hirnströme zu messen und daraus bildgebende Verfahren zu entwickeln, ist es natürlich ein großer Spaß, Menschen beim Denken zu beobachten.
Und wer sind die großen Investoren da drin? Das sind natürlich Firmen, die ihre Produkte verkaufen wollen und sagen, hey, wann leuchtet es hell, wenn mein Produkt genannt wird? In welchen Kontexten muss ich das erwähnen, damit möglichst immer das gleiche Knöpfchen im Kopf gedrückt wird und man versucht, es zu finden? Und es hat alles, was mit haben wollen, mit Glücksempfinden zu tun. Was mich sehr beruhigt ist, es wurde der alternative Nobelpreis, der Ig Nobel Prize, vergeben 2012 an ein Forscherteam. Das hat einen 1,5 schweren toten Lachs in so ein Gerät reingeschoben und hat dem Bilder gezeigt. Und bei der Gelegenheit hat man gesehen, auch da gibt es messbare Reaktionen, nicht des Lachses, aber des Systems. Und daraus hat man resultiert, dass auch ein toter Lachs Assoziationen hat zu den Bildern, die gezeigt werden. Da ist das ein bisschen absurdum geführt, hat aber nichtsdestoweniger nicht dazu führen können, dass in irgendeiner Form dieses Neuromarketing, dieses ich fusche in deinem Kopf rum, bis du kaufst, eine Bedeutung hat. Einer, der da unterwegs ist, der spuckt die Bücher raus wie, was weiß ich, ratzfatz jedes Jahr beinahe ein Buch seit 2005 bis 2018. Es gibt kein großes Unternehmen, wo der nicht damit schon aufgeschlagen ist, ist Georg Heusel. Forscht in Sachen Neuromarketing, gibt immer wieder neue Bücher raus. Ich nehme an, der eine oder die andere wird mit dem System auch arbeiten, aber auch das ist immer der große Wunsch des Knöpfchendrückens und den Menschen zu vereinfachen in seiner Komplexität, weil er nämlich in der Mitte, das ist sozusagen hier das Stammhirn, das Reptiliengehirn, Sexualität, Nahrung, Schlaf und Atmung und drumherum haben wir sowas wie Stimulanz, sind wir eher die Action-Typen, wollen wir eher dominieren, geht es uns um Macht oder sind wir die Ausgeglichenen, wo man interessanterweise, wenn man Männer und Frauen hinpackt, findet man hier unten mehr die Frauen und da oben mehr die Kerle. Die Welt kann so einfach sein, wenn man das mit Neuromarketing erklärt. Damit ist aber nicht Schluss. Die neuesten Trends, Bücher, die Sie wahrscheinlich auch gelesen haben, wären B.J. Fox, A Behavior Model for Persuasive Design. Der geht davon aus, dass man nur eine richtige Konstellation antriggern muss zwischen Motivation, zwischen Vereinfachung eigentlich, was unser Job ist, aber die Fähigkeit, etwas zu tun und noch so ein paar Stimulanzien, so ein paar Reize raushaut, um in irgendeiner Form eine gewünschte, und darum geht es ja immer, eine gewünschte Aktivität zu erzeugen. Er formuliert das so, er ist wenigstens noch forschend unterwegs. I teach good people how behavior works, so they can create products and services that benefit everyday people around the world. Das ist ein hehrer Anspruch, klingt toll. Ich habe diese Sprüche bis zum Abwinken gehört, ich kann sie nicht mehr hören. Und was genauso griffig ist, ist komplexes menschliches Verhalten auf eine Formel runterzubrechen. Behavior ist gleich Motivation und Ability. Und was haben wir hier als nächstes? Prompt, das sind die Impulse, die er setzt. Das nennt er BMAP, haben Sie wahrscheinlich gehört. Er ist nicht mehr der schlimmste Protagonist dieser Sorte. Er ist noch bekannter und wie ich finde, noch ein Zacken schärfer. Nir Eyal ist unterwegs mit seinem Hook-Modell. Wer kennt das? Durchlesen, zur Seite legen. Ist schon gut, wenn man es kennt, weil er baut exakt auf der Arbeit des Vorredners, des Protagonisten auf. Etwas Gefährliches ist da drin aber. Das ist das, was versucht werden soll mit allem, was erfolgreiche Produkte ausmacht. Wir müssen raus aus der Nummer, es denkt jemand nach darüber, was er tut, hinzu. Es muss eine Gewohnheit werden, über die nicht mehr nachgedacht wird. Diese ganzen Geschichten gehen alle in Richtung Macht, Produkte und Services so gewohnheitsfähig wie möglich, damit Leute das in ihr Leben lassen, damit keiner mehr nachdenkt. Nachdenken wird ausgeschaltet. Großes Ziel. Ist ein alter Traum in neuen Schläuchen. Achso, die Farben, die ihr im Hintergrund seht, die kommen hier nicht so rüber. Ich habe lauter Trendfarben rausgesucht, der Jahre 18, 20, 19 von Pantone und hier von WGSN. So als kleinen Benefit für die Designer, dass ihr die Trendfarben des nächsten Jahres gleich... Aktives, kritisches Denken ausschalten oder umgehen ist ein großer Job, den wir täglich tun müssen. Demgegenüber würde ich gerne einstellen, haben Sie euch in der Schule alle mitgequält? Selbstverschuldete Unmündigkeit ist der Begriff, den Kant geprägt hat, schon sehr, sehr lange her. Ich finde dieses hier, Selbstverschuldung ist die Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, also an der theoretische Möglichkeit, dass man es könnte, sondern an der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, sagt er, vertrau deinem eigenen Verstand, hab den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Aber genau dieses Ding ist eigentlich unser Job. Wir versuchen, Dinge möglich zu machen,
Also die selbstverschuldete Unmündigkeit, in der Mensch ohnehin plumpst, weil das ist anstrengend nachzudenken und anstrengend, sich vielleicht selber in Frage zu stellen. Wir machen es einfach, dass Menschen das gar nicht tun müssen. Wir sind sowas wie Flow Engineers. Wir versuchen einen optimalen Flow hinzukriegen, der so smooth, so geschmeidig ist, dass ein User gar nicht nachdenken muss und nicht in Stutzen kommt, sondern einfach durchgeht. Und er sich versieht, hat er gekauft oder etwas anderes gemacht, wo wir ihn hinhaben wollen. Also der Ansatz ist, dass wir den Prozess so versuchen zu streamlinen und die ganzen Items, denen wir unterwegs, die Artefakte, denen wir unterwegs begegnen, so glatt und geschmeidig in eine Logik zu bringen, dass ein Mensch nicht nachdenken muss. Unsere große Aufgabe. Nicht ungefährlich, das gibt uns eine gewisse Macht. Das hier würde ich fast, weil zu viel Text habe ich, wie kann man nur so blöd sein und so einen Textchart hier hinknallen. Was kann daraus resultieren? Also die Versuche gibt es viele. Was kann daraus resultieren? Da kann eine Menge daraus resultieren. Ich habe nur ein paar aufgeschrieben. In Korea, das war der Ansatz, der um 2007 von Florian Rötzner mal erzählt wurde, digitale Demenz, wir haben uns daran gewöhnt, Wissen auszulagern nach dem Motto, man muss ja nicht wissen, was da los ist, sondern nur wissen, wo es steht. Und digital ist es am einfachsten. Und wenn ich jetzt auch nach Alexa oder Google frage, wir haben eben Beispiele gesehen, was kriege ich denn da? Dann weiß ich zwar, wo Da Vinci geboren ist, aber was der eigentlich bewirkt hat in dieser Welt, kommt bei mir nicht an. Wird bestimmt noch feiner werden, wird man daran arbeiten. Künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall ein Faktor, mit dem wir in Zukunft rechnen müssen, der auch unsere Jobs zu einem großen Teil überflüssig machen wird. Um die Flut zu bewältigen, tritt das Erinnern des Einzelnen zurück und wird an die Geräte delegiert, von denen man schließlich immer abhängiger wird. Weil wir die Fakten nicht mehr wissen und keine Zusammenhänge herstellen können, ist es viel einfacher, gleich eine künstliche Intelligenz anzuschmeißen und die denken zu lassen. Schönen Dank auch. Also das ist... Wir werden dumm als Designer dabei. Hier noch ein anderer Ansatz, dieses Copy-and-Paste-Denken hat er weiter formuliert. Menschen zwischen eigenen und ausgelagerten Gedächtnis können wir gar nicht mehr unterscheiden. Wir wissen also nicht, ist das unsere Erinnerung, ist das was Ausgelagertes, kommt das von extern noch dazu. Manche sprechen vom digitalen Alzheimer oder digitaler Demenz. Das ist doch mal eine digitale Perspektive für uns. Es gibt auch welche, die sagen, nein, das ist nicht richtig. Es ist auch nicht richtig, weil Demenz bedeutet, man hat schon mal etwas gewusst und verliert es dann. Für mich ist darin nicht die größte Gefahr zu finden, sondern die größte Gefahr ist eher darin, dass man sich etwas gar nicht erarbeiten muss, weil das alles so leicht und easy daherkommt. Wir müssen uns mit nichts richtig auseinandersetzen, wenn wir die Tools benutzen, sondern die führen uns zum Ergebnis. Und das ist nicht zwangsläufig unser Ergebnis, was da passiert, sondern das des Systems. Wir müssen weiter zum Ende kommen. Ja, dann kommen wir zum Ende. Tech-free, die Welt lebt vor. Die Großen halten ihre Kinder von dem Zeug möglichst fern. Es gibt ein paar Praktiker, die das unterstreichen können von Lehrerseite aus. Ganz kurz, 5 Sachen zum Ende. Rechnet mit einem Rebound-Effekt. Der coole UX-Designer könnte sowas sein wie der Dieseltrickser des Internets. Nicht jetzt, sondern später. Man wird uns irgendwann mal zur Verantwortung ziehen, was wir da gemacht haben. Wir müssen uns dieser Verantwortung sehr bewusst sein, was wir da tun. Und vorsichtig mit der Macht umgehen, ist so ein bisschen wie Laserschwert, helle und dunkle Seite der Macht. Wir müssen uns immer entscheiden, wie wir sie einsetzen. Wir müssen über die momentane Aufgabe in Stellung des Jobs hinausdenken. Es gibt immer Implikationen, die bedacht werden sollen. Das müssen wir nicht permanent machen, aber immer mal wieder. Und es gibt keine isolierten Digital Ecosystems. Wer immer das erzählt, erzählt Unsinn. Es gibt immer Interdependenzen zu anderen Systemen und es gibt immer ein großes, ganzes Ökosystem, auf dem wir alle rumlaufen. Und zum Schluss noch dies. User sind keine Menschen, sind Menschen und keine Personas. Ich weiß gar nicht, verkauft sie niemals für dumm. Versprecht mir das. Danke für heute.